Wir erinnern uns alle. Wir erinnern uns alle, als vor etwas mehr als 2 Jahren an einem Freitag im Mai das Ibiza-Video, das sogenannte, veröffentlicht wurde in 6 Minuten. Jeder weiß noch ziemlich genau, wo er war und wann er es gesehen hat. Waren da 2 unfreiwillige Hauptdarsteller, nämlich ein gewisser Vizekanzler Strache und ein Clubobmann Codenus, die gezeigt haben, dass sie zumindest in der Theorie Spenden am Rechnungshof vorbeisammeln, dass sie bereit sind, öffentliche Aufträge zu einem Überpreis zu geben. Und sie haben gezeigt, dass sie auch bereit sind, Medien zu manipulieren. Das waren die 3 Hauptvorwürfe von diesem Ibiza-Video, wobei man sagen muss, das war alles Theorie. Das war ja Monate vor der Nationalratswahl 2017. Sie waren beides Oppositionspolitiker. Aber sie haben theoretisiert, wenn sie in der Regierung werden, was sie machen könnten. Was ist damals passiert? Gab es das Thema Unschuldsvermutung? Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand das Wort Unschuldsvermutung in den Mund genommen hat. Und ich will jetzt gar nicht sagen, was die damalige Opposition gesagt hat, sondern der damalige Koalitionspartner, die damalige Regierungspartei ÖVP mit dem damaligen Bundeskanzler Kurz. Die haben gesagt, es muss sofort Rücktritte geben. Die haben nicht gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung, lassen wir die Justiz arbeiten. Nein, die haben gesagt, das moralische Bild, das die 2 gezeigt haben, gebietet nur eines, nämlich Rücktritte. Die haben gesagt, der damalige Innenminister Kickl muss zurücktreten, weil jetzt Ermittlungen geführt werden gegen die beiden. Und da kann ja nicht der Parteifreund Innenminister sein, während seine Polizisten gegen seine ehemaligen oder damals noch Parteifreunde Strache und Codenus ermitteln. Das hat die ÖVP gesagt. Das waren deren moralischen Grundsätze. Und sie haben gesagt, das Allerwichtigste ist, dass diese Ermittlungen, dass die Justiz, dass die Polizei unbeeinflusst arbeiten kann. Deswegen muss zum Beispiel der damalige Innenminister Kickl zurücktreten. Das waren die 3 Sachen. Rücktritte, Kickl muss gehen und die Ermittlungen, die Justiz, die Polizei müssen unbeeinflusst arbeiten können. Was haben wir gemacht als Sozialdemokraten gemeinsam mit den Neos? Wir haben zum erstmöglichen Zeitpunkt, nämlich unmittelbar nach der Wahl, haben wir gesagt, wir setzen einen Untersuchungsausschuss ein. Weil wir wollen wissen, war das nur Theorie, was hier in Ibiza gesprochen wurde, oder war das die Praxis? Wurde das doch tatsächlich umgesetzt? Und jetzt kann man sagen, nicht einmal 2 Jahre später, was wissen wir, inwiefern hat sich die Welt verändert? Heute wissen wir, es war nicht Theorie, sondern es war Praxis. Es war Praxis. Aber gar nicht so sehr auch von Strache und Codenus, aber vor allem von Kurz, Blümel und mehr oder weniger der gesamten türkisen Riege auf der Regierungsbank und der türkisen Truppe. Das war die Praxis, nämlich Spenden am Rechnungshof vorbei, indem sie verschoben, gestückelt und verschleiert wurden. Das hat der Ibiza-Untersuchungsausschuss sehr schön dargestellt, wie gestückelt wurde auf 49.000 Euro, damit nicht der Rechnungshof sofort erfährt, wie verschoben wurden die Spenden nach der Wahl, damit man nicht sieht, dass der Raiffeisen-Konzern sich hier ein mutmaßlich, das wird ein Gesetz, ein Gericht feststellen, sich ein Gesetz kauft. Nämlich die Primiquamet, also die Privatklinikbetreiber der Raiffeisen, wurde extra verschoben auf nach der Wahl und gestückelt, damit die Öffentlichkeit das nicht erfährt. In der Zwischenzeit wissen wir, dass nicht nur darüber fabuliert wurde, öffentliche Aufträge mit Überpreis zu geben. Nein, wir können zusehen, wie hier Studien, die vollkommen irrelevant sind, die keiner kennt,
die nie veröffentlicht wurden, hier verwendet wurden. Und dann haben wir die Chats, wo drin steht, verrechne mir doch diese getürkten Umfragen in diese Studie hinein. Das heißt, wir sehen, das, was theoretisch Strache und Gordenus besprochen haben, wurde in der Praxis umgesetzt von Kurz, von Blümel, von Schmidt und wie sie alle heißen. Und das, was wir auch sehen, ist den Umgang mit Medien. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Wie hier mit Steuergeld Umfragen finanziert wurden, frisiert wurden, manipuliert wurden und dann veröffentlicht wurden. Und das für den reinen persönlichen Vorteil von eben diesen genannten Personen, Kurz, Blümel und Schmidt. Das ist das, was wir heute sehen. Und das ist das, was wir alle wissen. Was ist jetzt die Reaktion der ÖVP? Wir erinnern uns an die Reaktion beim Ibiza-Video. Rücktritte wurden damals verlangt, nicht nur von den handelnden Personen, sondern von allen, die in der Regierung irgendwas mit den Ermittlungen zu tun haben und die Ermittlungen und die Justiz muss unabhängig arbeiten können. Das war damals die Reaktion bei Ibiza. Wie ist heute die Reaktion? Heute ist die Reaktion Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung, die gilt für den Herrn Grasser auch noch. Vielleicht wären Sie der Meinung, der Herr Grasser könnte auch noch auf der Regierungsbank sitzen. Das ist ja Ihre moralische Latte für die eigenen. Diese moralische Latte, die Sie anderen gegenüber nachweislich in Bild und Ton von alle sichtbar angelegt haben, die müssen Sie bei sich selber auch anlegen. Und dann sage ich Ihnen, das sind die Konsequenzen ganz andere. Haben wir eine Entschuldigung gehört von Kurz? Haben wir eine Entschuldigung gehört von Blümel? Haben wir eine Entschuldigung gehört von Schmidt? Nein, haben wir nicht gehört. Wehleidigkeit haben wir gehört. Haben wir Rücktritte gesehen von Kurz? Haben wir einen Rücktritt gesehen von Blümel? Nein, haben wir nicht gesehen. Da gibt es keine Rücktritte. Da gibt es plötzlich die Unschuldsvermutung. Haben wir Rücktritte gesehen von Nehammer, von Blümel? Die jetzt die Ermittlungen leiten sollen, die Minister, die jetzt zuständig sind, aufzuklären, was passiert ist, sind die alle im Amt oder mussten die zurücktreten? Die sind alle im Amt und die sollen auch im Amt bleiben, wenn es nach der ÖVP geht. Weil die moralischen Latten, die sie anderen legen, über die kommen sie in 100 Jahren nicht drüber. Weil sie, wenn es um die eigenen geht, wenn es um die eigene Korruption geht, nicht um die theoretische, sondern um die praktische, da machen Sie hier alle einstimmig die Mauer. Einstimmig machen Sie die Mauer jenen, wo jeder in Österreich weiß, dass die moralisch, politisch untragbar sind in irgendeiner öffentlichen Funktion. Einstimmig machen Sie denen hier die Mauer. Eigentlich sollten nicht nur Kurz und Blümel sich schämen und zurücktreten, sondern die gesamte ÖVP-Fraktion, weil sie ihnen hier derartig die Mauer macht. Es ist wirklich zum Schämen. Ihr Umgang mit diesem Skandal ist zum Schämen. Und das, was wir sehen in all diesen Vorgängern, ich habe das einmal vor ein paar Monaten gesagt, bei einer dringlichen Anfrage habe ich gesagt, diese Chats, diese Kirchenchats, die sind ohne Anstand, ohne Moral und ohne Respekt. Die ÖVP hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass ich sowas sagen kann. In der Zwischenzeit sagen das die eigenen Landeshauptleute, dass die Spitzen der ÖVP, dass es denen an Anstand, an Moral und an Respekt mangelt. Und der heutige Bundeskanzler hat gezeigt, von Respekt hat er auch keine Ahnung, weil sein Auftritt hier im Nationalrat war respektlos. Und das bei einer Antrittsrede als Bundeskanzler vor dem Parlament, derartig respektlos aufzutreten, hätte ich nicht gedacht, dass er sich das traut, hier zu machen, am ersten Tag hier seine Respektlosigkeit zu zeigen. Und das besonders Verwerfliche, was wir hier sehen, ist, es geht und ging Kurz, Blümel und den anderen niemals um Inhalte. Niemals. Es gab zwischen, das ist ja jetzt alles dokumentiert, das kann jeder nachlesen, es gab eine Einigung zwischen Kern und Mitterlehner,
die Kinderbetreuung in Österreich massiv auszubauen und jedem Elternteil die Möglichkeit, jedem Kind einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz zu geben. Etwas, was für viele, vor allem Frauen, aber auch Männer, das Leben wahnsinnig erleichtert, wenn sie diesen Rechtsanspruch haben. Und es gibt diese Einigung. Und was macht der Herr Kurz? Der Herr Kurz sagt, das müssen wir verhindern. Kann ich irgendein Bundesland aufhetzen? Kann ich jemanden dagegen aufhetzen, hinter den Kulissen aufhetzen, damit es nicht zu dieser Verbesserung kommt? Und das ist etwas, wo Sie einstimmig sagen, super gemacht. Das ist etwas, was Sie einstimmig sagen, das ist in Ordnung. Diese Art und Weise, nur weil ich nachher vielleicht eine Wahl gewinne, das reicht. Nur um eine Wahl zu gewinnen, darf man so agieren in der Politik. Das ist Ihre Latte für Moral und für Anstand in der Politik, dass der persönliche Vorteil mehr zählt als die Bedürfnisse der Menschen in unserem Land. Sie sollten sich schämen für das, was Sie hier machen. Wenn es darum geht, die kalte Progression, also eine schleichende Steuererhöhung, die nur Menschen zahlen, die arbeiten gehen für ihr Land. Nur die Menschen, die arbeiten gehen, die zahlen diese Steuererhöhung. Wenn es darum geht, diese abzuschaffen, was sagt Kurz da? Er will keine Lösung, er will keinen Kompromiss. Und wenn Schelling da mitmacht und diesen Kompromiss nicht verhindert, dann ist er draußen. Da hat er wenigstens Wort gehalten. Schelling war draußen. Schelling war nicht mehr Teil des Teams, weil anscheinend waren ihm Fortschritte für die Österreicherinnen und Österreicher wichtiger als persönliche Machtinteressen von Kurz und von Blümel. Und er musste raus aus dem Team und raus aus der Politik, weil er nämlich Österreich vor die persönlichen Machtinteressen von Kurz und von Blümel gestellt hat. Und Sie sagen heute, Schelling hat das falsch gemacht, weil die persönlichen Machtinteressen von Kurz und Blümel sind wichtiger als die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher. Auch dafür sollten Sie sich schämen. Und das Kalkül dahinter war relativ einfach. Es gab ja einen Plan, diese persönliche Macht zu übernehmen. Und für diesen Plan war es ganz entscheidend, dass es einen Stillstand gibt in Österreich. Und diesen Stillstand geplant, orchestriert und durchgesetzt, haben Kurz und Blümel mit der Hilfe von Sobotka und manchen anderen. Die haben für den Stillstand gesorgt, für dessen Beseitigen Sie sich nachher feiern lassen wollten. Ganz ehrlich, wenn Sie da einstimmig sagen, das unterstützen wir, das ist in Ordnung, so darf Politik agieren, dann machen Sie der Politik keinen guten Dienst. Sie sollten sich auch dafür schämen, dass Sie eine derartige Vorgangsweise hier legitimieren und die Mauer machen. Ich sage noch immer, das Bild, das wir sehen, nicht wann die Kameras eingeschaltet sind. Wir kennen alle die Bilder von Kurz und von Blümel, wann die Kameras eingeschaltet sind. Die Frisur sitzt, es sind wohl vorbereitete Wörter, die Stimme funktioniert, schöne Sätze werden gesagt. Aber wenn die Kameras ausgeschaltet sind, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind, sehen wir ein ganz anderes Bild. Da sehen wir nämlich das wahre Bild von Kurz, von Blümel und vom Schmidt. Und dieses Bild ist ein Bild ohne Moral, ohne Anstand und ohne Respekt, sondern wo es ausschließlich um die eigene persönliche Macht geht. Ja, wir haben keine Rücktritte, wir haben einen Seitentritt, was ja auch interessant ist, wenn man zur Seite tritt. Blümel, Nehammer bleiben im Amt. Die sollen jetzt die Ermittlungen leiten. Die sollen jetzt politisch verantwortlich sein für die Ermittlungen gegen Kurz und gegen sich selbst. Wir erleben seit 1,5 Jahren wüste Attacken der ÖVP auf die Justiz, auf Staatsanwälte, auf Richter,
auf die unabhängige Justiz, wüste Attacken, etwas, was es in diesem Land noch nicht gegeben hat. Aber wir sehen nicht, der neue Bundeskanzler tritt an und das Erste, was er macht, ist, er richtet der Justiz aus, wer schuldig und wer unschuldig ist in diesem Land. Ja? Macht er dort weiter, wo Hanger vor wenigen Tagen aufgehört hat. Wir sehen hier keinerlei Besserung in Sicht, sondern den Eindruck, den wir haben, ist, dass das System dieser korrupten ÖVP fortgesetzt werden soll. Und die Personen, gegen die ermittelt wird, die Personen, die Nutznießer waren dieses Systems, diejenigen sind, die jetzt die Ermittlungen und die Aufklärung leiten sollten. Ich habe wenig Vertrauen dazu, dass sie es machen. Der Finanzminister Blümel ist ja bisher eher dadurch aufgefallen, dass er Sachen vergisst, dass er Sachen verschleiert, dass er Sachen versteckt. Und dass die ÖVP ein erotisches Verhältnis zum Schreddern hat, ist mittlerweile in ganz Österreich bekannt. Er ist derjenige, der die Akten vom Untersuchungsausschuss quasi verheimlicht, versucht nicht zu liefern. Und selbst wenn der Bundespräsident bereits mit der Exekution droht, sie noch immer nicht rechtskonform herausrückt, noch immer Sachen im Keller oder irgendwo versteckt hat und bis zum Schluss nicht kooperiert mit dem Untersuchungsausschuss. Der soll jetzt die Ermittlungen leiten, innerhalb des Finanzministeriums politisch verantwortlich sein, um aufzuklären, wie viel Geld tatsächlich die ÖVP veruntreut hat, indem sie das Steuergeld genommen hat und für die parteipolitischen Interessen von Kurz und Blümel ausgegeben hat. Ich würde sagen, machen wir heute einen Anfang. Wir haben eine dringliche Anfrage an Sie gestellt, wo Sie zig Fragen gestellt haben. Jetzt können Sie beweisen, ob Sie auf der Seite der Aufklärung stehen oder ob Sie weiterhin vergessen, verschleiern und schreddern wollen. Ich habe ehrlich gesagt wenig Vertrauen, dass Sie den bisherigen Weg verlassen und jetzt plötzlich an der Aufklärung interessiert sind. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich sage aber auch gleich, wenn Sie diesen Weg weitergehen, den Sie in der letzten Zeit gegangen sind, nämlich der Nichtaufklärung, wird Ihnen das nicht nützen, weil dann werden die Oppositionsparteien in diesem Haus den nächsten Untersuchungsausschuss einsetzen, um genau diese Punkte öffentlich zu machen und aufzuklären, damit ganz Österreich sieht, was für ein korruptes System die ÖVP in Österreich etabliert hat. Vielen Dank.